werden von diesem Xerxes nicht mehr aufgehalten. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Was ist das? Aha. In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Aha. Eine finstere Lampe. Hm? Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Okay, wir haben die Finsternis. Jetzt aufs Dach. Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Okay. Was machst du da? Psst! In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Das ist doch die Stimme von... Sei bitte leise, ja? Ist das nicht die Stimme von Mutti? Haben sie es mehrfach verwendet. Okay, jetzt Haupthalle. Ah, hier kommen wir jetzt runter. Zum Erzlabor. Ich will erstmal hier hoch. Auf der rechten Seite haben wir noch nicht alles gesehen. Das sind noch Fragezeichen. Oha. Das muss dann wohl die Bibliothek sein. Sie ist eiskalt. Ach was. Aha, warum denn? Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis in alle Ewigkeit. Ja. Was sind das für Runen? Hm? Ach, das. Das sind die Symbole der sechs Elemente. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Symbol für Humus. Aha. Das müsste das Symbol für Erd sein. Dieses Symbol steht für Wasser. Das ist das Symbol für Eis. Das ist das Symbol für Luft, ganz eindeutig. Diese Rune steht für Feuer. Okay. Sollten wir uns vielleicht mehr... Der Eisdrin in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule, Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß, vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst.
Wie war sein Name nochmal? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Vielleicht haben wir ihn jetzt stark mit dabei. Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakas Maske weckt. Und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei. Einem Diener der Zeit. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte. Satinav, auf das Nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden. Und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Es wurde ja in Satinavs Ketten. Ah, willkommen bei uns. Willkommen im Chat. Es wurde in Satinavs Ketten. Das schwarze Auge Satinavs Ketten wurde ja nie aufgeklärt, wer Satinav überhaupt ist. Also zumindest habe ich das da nie gehört und mich die ganze Zeit gefragt. Titel heißt Satinavs Ketten. Gut, die Ketten konnten irgendwie. Es war auch irgendwie nicht klar, aber es wurde nie aufgeklärt, was Satinavs Ketten überhaupt sind und wer Satinav ist, wer die Ketten sind. Ja, mal jetzt stellen wir endlich mal den. Ja, mit den Satinav. Wer ist Satinav? Satinav ist der Wächter der Zeit. Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein, er ist nur eine Legende. Der wisst was. Guten Morgen, ja, bei uns. Guten Morgen, es ist gut. Schon fast nachts. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist. Es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Es heißt, im Garten sei ein Zauberspruch vergraben, der die wahre Macht der Maske weckt. Was ist ihre wahre Macht? Hier steht, die Maske stellt ihren Träger vor eine Wahl. Entweder entscheidet er sich für süßes Vergessen, oder sie macht Dinge, die einst geschehen sind, wieder ungeschehen. Das klingt sehr mächtig. Oh ja. Oh ja, das tut es. Es gibt nicht wenige, die für so eine Macht morden würden. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist. Es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Aha. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Oha. Ihr das könnt die Seite haben, wenn ihr wollt. Danke. Sauber, ist das Zeichen. Um die Kammern zu öffnen, müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Sache. Tja, unsere nächste Quest ist, die Maske zu bekommen und in den Garten zu gehen. Vielleicht kriegen wir auch den Start. Das soll mir vorerst reichen. Wisst ihr, ich finde es merkwürdig, dass ihr von alledem noch nie etwas gehört habt. Ich spreche von eurer Tätowierung. Ihr seid selbst eine Nachfahrin Malakas, richtig? Ich hab's alles nur vergessen. Haben euch eure Vorväter nichts gelehrt?
Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und dieser Prinz über dem Observatorium, er ist euer Bruder, nicht wahr? Ich frage mich nur, was euch antreibt. In euren Augen glüht eine unheimliche Entschlossenheit. Entweder werdet ihr das Unmögliche erreichen oder im tiefsten Wahnsinn zugrunde gehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Passt bitte auf euch auf. Okay, ich habe alles nur vergessen und mit der Zeit ja die Maske aufgesetzt bekommen und dazu mein komplettes Leben vergessen. Und wie geht es in wahrer Weise und weiß alles über die Welt und über das ganze Zeug hier. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Aha. Wir haben die Finsternis noch bei uns. Vielleicht kommen wir damit irgendwas. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Hey! Hey! Hallo! Echo. Satya al-Kibir! Kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Ah ja, hier kommen wir also erstmal nicht weiter. Dann würde ich mal hier lang gehen. Zum ernsten Moment. Achso. Xerxes! Nur die Ruhe. Ich darf inzwischen mein Zimmer verlassen. Mhm. Was ist das für ein Raum? Eine Werkstatt. Und was macht ihr hier? Als Erzmagier untersuche ich Gestein und Kristalle. Und gefährliche Artefakte. Das auch. Woran forscht ihr gerade? An einer Elementarsphäre. Stört mich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Was wisst ihr über diese Maske hier? Ich mag sie nicht. Sie vermittelt mir kein gutes Gefühl. Untersucht die Maske. Später. Wann später? Bitte. Bohrt nicht ständig mit euren anstrengenden Fragen. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl mit dieser Sphäre hier. Ich muss das nutzen. Ihr erforscht nur Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben? Mit dieser Sphäre verbinde ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Beantwortet das eure Frage? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske ver... Habt ihr euch den Stab auf dem Tisch näher angesehen? Kurz. Und? Er ist beseelt. Längere Studien werden zeigen, mit was. Aha. Ich weiß jetzt, wer du bist. Dein Name ist Halef Ben Yalif. Du warst Malakars Diener. Er hatte dich losgeschickt, den Garten des Vergessens zu suchen. Aber du hast es nur bis Draconia geschafft. Zur Strafe setzte man dir die Maske auf, raubte deine Erinnerung und machte dich zu dem, was du jetzt bist. Ja. Was sagt er? Das steht hier nicht. Der Luftmagier konnte nur aufschreiben, was sein Luftgeist beobachtete. Nicht, was in Sadias Kopf geschah. Mist. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und jetzt das. Du bist also selbst ein Opfer der Maske. Ich schätze, ich kann dir verzeihen. Mhm. End- und Verstein und Vision schicken. Ah, okay, jetzt haben wir das wieder und hier die Fähigkeiten. Dafür brauche ich erst einen persönlichen Gegenstand von ihm. Es könnte schwer werden. Konntest du nicht einst ganze Menschen versteinern? Vielleicht fällt es dir ja wieder ein.
Das geht nur bei magisch. Aha. Ich kann da ja... Das geht nur bei magisch. Das geht nur... Der Zauber wirkt nur auf... Der Zauber wirkt... So, den Stab nehmen. So nicht. Kann man mit dem hier irgendwas anstellen? Wir haben jetzt die drei Zauber wieder. Tja. Vielleicht können wir Was ist das? Benutzen. Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. Wir brauchen ein persönliches Gegenständchen von ihm. Besen vielleicht? Du machst wohl häufig. Ja, und ich hasse es. Ist das dein Tee? Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Oh, ein Steingesicht. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Hey, keine Antwort. Tja. Wir haben nichts, womit wir. Wir bräuchten einen persönlichen Gegenstand. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Mir fehlt die Vision. Besser nicht. Das bringt mich nicht weit. Das bringt mich. Nein, das bringt mich nicht. Ich sehe keinen zusammen. Besser nicht. Ich darf jetzt nicht. Nein. Ich darf jetzt nicht. Ich sehe keins. Das wird nie. Nein. Erst braucht. Das wird nie. Wenn ihr euch selbst eine Vision schicken wollt, reicht es, wenn ihr mich berührt. Warum sollte ich das überhaupt wollen? Käse können wir nicht mitnehmen. Können wir irgendwas mitnehmen, was uns... Was tust du da? Ich bin das Antwort. Ein Apparat will ich da bedienen. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen. Dafür brauche ich erst ein persönliches. Ja, und was ist denn persönlicher Gegenstand von ihm? Wie kommen wir an so einen Gegenstand? Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wert mit der Maske verbinden. Tja. Können wir es irgendwie tauschen? Oder? Was hat es hiermit auf sich? Das ist ein Schleifstein.
Nichts besonders Schönes, nichts besonders Schlechtes. Er ist einfach nur Mittel zum Zweck. Ah, den Kelch. Den haben wir noch nicht aufgehoben. Vielleicht. Wie kann der uns helfen? Aha. Ja, die Sphäre auf jeden Fall. Styling, wo ich aktiviert haben. Das T-Dingens. Die Maske vielleicht. Die Maske wirkt nicht mehr ganz so abweisend, aber sie gibt mir trotzdem noch schlechte Schwingungen. Ah ja. Besen vielleicht und hier unten was. Ich will die Arbeit an der Sphäre abbrechen, aber noch gibt es keine gute Alternative. Aha. Vielleicht finden wir irgendwie was anderes, was haben, mit dem man sich beschäftigen kann. Mit Tee kann er sich beschäftigen. Mit den Herzen. Ja, dann beschäftige ich mich mit der Maske, das wollen wir ja. Das könnte was werden. Ah, wie abstoßend. Wie kann etwas so Schönes nur so negative Gefühle wachrufen? Zeit, mich etwas Schönerem zu widmen. Aha. Das ist es also. Gibt es etwas Neues? Die Maske ist ein Speicher. Sie speichert Erinnerungen. Ja, indem sie einem die eigenen aussaugt. Ja, das auch. Aber das ist banal. Viel faszinierender ist, dass sie alles speichert, was um sie herum geschieht. Es ist, als würde sie die Welt im Stillen beobachten. Und sich alles merken, wenn es uns gelingen würde, ihre Wirkung umzukehren, könnten wir auf ein gigantisches Archiv vergangener Zeiten zurückgreifen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja. Wie lässt sich die Magie der Maske umkehren? So etwas braucht Zeit. Ich würde versuchen, eine Abart eines Reversales in einen Edelstein einzuweben. Und diesen dann an der Maske befestigen. Wenn anschließend der Spruch im Inneren der Maske rezitiert wird, sollte sie ihre gegenteilige Wirkung entfalten. Statt den Träger leer zu saugen, würde sie beginnen, ihm einst gespeicherte Erinnerungen zu übertragen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ich will, dass ihr die Wirkung der Maske umkehrt. Das braucht Zeit. Außerdem fehlt mir dazu ein passender Edelstein. Den habe ich vielleicht. Nehmt diesen Rubin hier, webt den Umkehrspruch hinein und kehrt die Wirkung der Maske um. Ich sagte doch, so schnell geht das nicht. Ich muss die Beschaffenheit des Steins erst prüfen, gegebenenfalls nachschleifen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will wissen, was die Maske weiß. Tut, was ich euch sage. Ein solcher Eingriff ist gefährlich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um in der Gurt zu überleben. Es geht hier um mein Leben. Also macht. Grummel. Ihr werdet gleich nun entweder sehr dumm oder sehr schlau sein. Fdan fasgadan es blaste quatan. Humorillo gras ferel goran. Hilbemutir gerul felan. Und hier quatan feluntir sodan. Oha. Hey, könnt ihr mich hören? Ich hatte eine Vision. Eine fremde Erinnerung? Es hat also doch funktioniert. Also doch? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch sprechen könnt.
Welches Wissen habt ihr noch? Habt ihr neue Fähigkeiten gelernt? Wenn ja, zeigt es mir. Aha. Ach, das können wir jetzt. Das haben wir jetzt als... Können wir aus... Berat. Ihr könnt zaubern? Ich erinnere mich nur an diesen einen Zauber. Nein, wartet. Da ist noch mehr. Je häufiger ihr auf Erinnerungen in der Maske zurückgreift, desto mehr Erinnerungen werden euch zugänglich sein. Nehmt die Maske ab. Erinnert ihr euch noch immer? Nein. Die Zauber sind weg. Wie ich es mir dachte. Die Wirkung ist nur aktiv, solange ihr die Maske tragt. Setzt sie wieder auf und wirkt den zweiten Zauber. Ha, jetzt lernen wir hier die Zauber, die der Stab hat. Braucht man den Stab nicht mehr. Kristall. Erz. So vielleicht. Hört auf, mit meinen Gedanken zu spielen. Lasst mich nun nur noch eines versuchen. Nehmt den Rubin ab und setzt sie wieder auf. Und dann vergessen wir doch alles. Könnt ihr noch immer zaubern? Ja. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Ha! Ich bin brillant! Wenn der Rubin einmal eine Verbindung zwischen Träger und Maske hergestellt hat, bleibt sie auch ohne Stein bestehen. Das reicht nun. Gebt mir die Maske und ihr könnt gehen. Zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Schon gut, die Maske muss. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau in. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal eine kleine Streampause. Danach geht es hier weiter mit den neu erworbenen Fähigkeiten. Ich verwandle ihn in... Was? Ich verwandle ihn erst zurück, wenn ich weiß, wo dieser Garten ist. Macht Sinn. Wie können wir die Maske aufsetzen? Sie entzieht Menschen ihre Erinnerungen und lässt sie als... Das macht mir Angst. Ich werde sie erst wieder... Nein. Tja, okay. Was auch immer sich damit anstellen lässt. Was ist los? Was willst du? Okay. Das Gesicht reagiert auf die seltsame Kugel. Aha. Solange ich die Kugel besitze, scheint er mir folgen zu wollen. Ein Erzgeist. Mit der Kugel folgen mir die Elementargeister wie Motten dem Kerzenschein. Ja. Lieber nicht. Können wir jetzt zurück zur Haupthalle? Warte, ich meine, den Stab brauchen wir jetzt nicht, aber... Okay, kann man ihn nehmen. Brauchen wir auch nicht mehr. Hier entlang. Und da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Ja. Drachenhalle. Da waren wir schon.
kann man den vielleicht irgendwie... Mir fehlt die Vision. Ich weiß nicht einmal, wo ich an... Die Kugel und die Finsternis lassen sich offenbar nicht vereinen. Die Kugel es und geht der Stein. Was? Es geht nicht. Die Wirkung der Kugel lässt sich offenbar nicht umkehren. Ob sich die Wirkung der Finsternis auch umkehren lässt? Ja. Jetzt ist sie so hell wie die Sonne. Aha. Umgekehrte Finsternis. Damit kommen bestimmt irgendwo ein Weg leuchten.